Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Ich habe heute für euch die absoluten Highlights von meiner Leselisten in den letzten 6 Monaten, also die Highlights des ersten Halbjahres 2016. Und ich werde das chronologisch machen, tatsächlich mit meinem Highlight im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Juli hatte ich ja schon im Lesemonat gemacht, da habt ihr ja schon mitgekriegt, welches mein Highlight war. Und deswegen mache ich nur die ersten 6 Monate. Und wir legen gleich mal los. Es sind jetzt nicht so viele, aber ich bin ja ein schwätziger Mensch und ja. Wenn es ein gutes Buch war, dann reden wir natürlich noch ein bisschen mehr darüber. Und ja, gut, legen wir mal los. Januar war mein absolutes Highlight. Der Circle von Dave Eggers. Ja, das habt ihr wahrscheinlich schon überall gesehen, überall gehört und jeder sagte irgendwie, das ist toll und es ist wirklich toll. Ich habe auch gedacht, als ich das erste Mal gesehen habe, ich gedacht, ja, das ist wahrscheinlich so ein Roman, was irgendwie jeder toll findet, aber das gar nicht so toll ist. So ein Mainstream-Buch, aber es ist wirklich toll. Und hier steht von der Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, steht hier drauf, der Roman unserer Epoche und das ist wirklich so. Es geht, ich habe den Namen schon wieder vergessen, um May. May ist 24 und sie hat sich beworben in ein Unternehmen, das könnte man so ein bisschen mit Facebook vergleichen. Es ist halt ein, der Circle, in dem sie sich bewirbt. Das ist ein Unternehmen, das halt, ja, Online-Seiten macht, wie halt Facebook, wo man sich halt eintragen kann, seine ganzen Hobbys und alles, neue Leute, die darüber Kontakte finden kann und alles Mögliche. Und sie findet das ganz toll und dann fängt sie da an zu arbeiten und stellt fest, dass das alles halt wie so eine eigene kleine Welt ist. Also die verlassen fast nie den Campus. Auf diesem Campus gibt es Schlafmöglichkeiten, Essensmöglichkeiten, man kann da wohnen, man kann da einkaufen gehen. Also man muss praktisch diesen Campus, diesen Berufsgebäude, also verschiedene Gebäude, das ist ein richtiges, mega großen Campus, der alles halt zu diesem Unternehmen gehört, gar nicht verlassen. Also man muss da praktisch niemals weg. Also man kann 24 Stunden arbeiten und ja, man ist dann halt praktisch wie in einer eigenen kleinen Welt. Und sie lernt dann einen Mann kennen, der ihr erzählt, dass das Unternehmen etwas im Schilde führt, was sie was nicht gut ist für so ein großes Unternehmen. Und sie glaubt dem erstmal, dann glaubt sie wieder nicht. Und sie gerät halt in diesen Zirkel hinein, das fast wie eine Sekte erscheint. Und ich finde, gerade im Zeitalter des Internets ist dieser Roman wirklich etwas, was wirklich jeder lesen sollte, der halt so ein bisschen in diesem Bereich fast schon süchtig ist und ohne Internet gar nicht mehr auskommt, was für eine gravierende Macht dahinter steckt. Und deswegen fand ich das richtig, richtig gut. Also mir hat super gut gefallen. Ich fand das Ende mega gut für dieses Buch. Und May ist auch eine Person, die man wirklich nachvollziehen kann, die man verstehen kann, ihre Handlung nachvollziehen kann. Und wirklich auch verstehen kann, warum sie das oder jenes tut und wieso sie sich so und so verhält. Also ich fand das sehr, sehr gut dargestellt. Nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen, sondern wirklich halt die Tricks und Licks und na, wie nennt man das? Ja, die Art, wie dieses Zirkel sie halt hineinzieht. Also das fand ich sehr, sehr nachvollziehbar. Also wirklich nicht so, oh ja, ich finde sie alles toll und es ist so super, sondern wirklich super nachvollziehbar, warum sie in dieses Circle so hineingleitet und warum sie da so dahinter steht und warum sie das alles so toll findet. Und ja, also ich fand das mega grandios, das war mein absolutes Highlight im Januar 2016. Als nächstes haben wir den Monat Quatsch, ich habe euch ja Quatsch erzählt. Das war mein Highlight im Februar 2016, denn im Januar hatte ich gar kein Highlight, weil ich im Januar nämlich gar nichts gelesen habe, weil
ich da den ganzen Monat Fallout 4 gespielt habe. Und ja, bekanntlich, wer das Spiel kennt, weiß, dass es sehr, sehr viel Zeit frisst und ich jeden Abend damit gespielt habe. Und ja, ich habe im Januar, ich glaube, ein Buch gelesen und das war so mittelmäßig. Von daher ist das jetzt mein Highlight aus Februar 2016. Ja, kommen wir zum März 2016. Die dunkle Unermesslichkeit des Todes von Massimo Carlotto. Als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich mir sofort weitere Bände, also Bände, das sind ja keine Reihe, weitere Romane bzw. Thriller von dem Autor geholt, weil ich das so gefeiert habe, dieses Buch. Ich habe den Namen des Protagonisten vergessen. Silvo Constantin, genau. Er ist ein Weinhändler, ein erstmal unscheinbarer Mann. Und es gibt den... Ja, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, wie dieser Mann den... Also Silvio Contin. Es geht um Silvio Contin. Silvio Contin ist ein kleiner Weinhändler, der eigentlich ein ganz normales Leben geführt hat, bis eines Tages zwei Männer sie zu Hause überfallen und seine Frau und sein Kind ermorden und dass ihn eine tiefe Lebenskrise stürzt. Und 15 Jahre danach hat er die Möglichkeit, Rache zu üben. Und wow, also dieses Buch ist einfach nur wow. Also ich war so emotional geladen, als ich dieses Buch gelesen habe und dachte mir so, wie kommt man auf so eine grandiose Idee? Wer es noch nicht gelesen hat, Leute, lest es. Vor allen Dingen für alle, die gerne Krimis lesen, aber mit ein bisschen psychologischen Anteil und etwas tiefgründigere Hintergrundgeschichte zu einem Mordfall oder sonst irgendwas lesen möchte, lest dieses Buch. Ich fand das so grandios. Es war die Schreibweise, die war so fesselnd. Also ich wollte es gar nicht aus der Hand legen. Ich meine, es ist ja auch nicht dick. Also ich habe es auch ganz schnell gelesen. Aber es war absolute 5 Sterne plus Buch. Lest es. Dann kommen wir schon zum April. Und im April habe ich sogar 3 Bücher, die ich euch gerne vorstellen würde. Und zwar mein erstes Buch, das ich von der Katrin Bongard gelesen habe, das Loving. Romantisch, magisch, unausweichlich. Wie gesagt, die Hauptdarstellerin ist wieder eine Protagonistin, die Bücher liebt, die in Büchern total aufgeht. Und das ist in allen Romanen von der Autorin der Fall. Wenn ihr meinen Lesemonat August schon gesehen habt, da habe ich auch ein Buch von ihr gelesen. Da geht es auch wieder um Schreiben. Also diese Autorin schreibt halt immer sowas. Aber das ist immer eine absolute Neuentdeckung in diesem Jahr. Denn ich finde ihren Schreibstil einfach grandios. Es ist halt ein Jugendbuch über Liebe. Aber es ist halt nicht so platt. Es ist halt nicht so eine 0815-Geschichte, wo er findet sie, er liebt, verliebt sich und boah. Und dann sind sie zusammen. Nee, es ist halt einfach wirklich so, dass jeder von den Charakteren halt irgendwie eine Persönlichkeit hat und diese Persönlichkeit aufeinander fallen und diese Persönlichkeit müssen jetzt irgendwie miteinander in der Beziehung zueinander stehen. Und das finde ich so schön an dieser Autorin, dass diese Liebesgeschichten nicht so plump sind, sondern wirklich so aus dem Leben gegriffen. Es ist halt nun mal nicht alles immer so Friede, Freude, Eierkuchen und wir lieben uns und Liebe auf den ersten Blick, sondern man muss sich aneinander raufen teilweise. Und ja, wie meine Mutter früher immer gesagt hat, es sind zwei Steine, die aufeinander reiben und da gibt es halt nun mal manchmal Funken, die sprühen und ja. Und das finde ich halt das Schöne an ihren Geschichten. Deswegen hat mir das so super gut gefallen. Ich habe dem volle 5 Sterne gegeben und ich habe das so gerne gelesen. Ich habe mir auch schon den zweiten Teil geholt und den habe ich allerdings noch nicht gelesen, muss ich gestehen, weil ich noch einen anderen Roman von ihr dazwischen gelesen habe. Ja, aber ich fand bisher alle ihre Werke toll und auf jeden Fall ein Autorinnen-Tipp von mir, Katrin Bongard. Guckt es euch mal an, ist wirklich toll.
Dann habe ich durch Zufall auf eine Amazon-Empfehlung, ich habe mir ein Self-Publisher-Buch geholt und da gab es halt so weitere Tipps für sie. Ah, dieses hier, und zwar Damage von Piper Maru. In Amrum Verlag erschienen für nur 5,99 €, ist ja auch wohlgemerkt nur ein kleines Heftchen, von daher ist der Preis gerechtfertigt, finde ich. Es sind Kurzgeschichten, die mit dem Thema Horror, Dinge, die unsere Seele beschädigen, wir alle sind angeschlagen. Also es gibt wirklich halt Kurzgeschichten über die Abgründe der Menschheit, aber richtig gut. Teilweise wirklich lässt eine Kurzgeschichte einen wirklich mit offenem Mund dasitzen und man sagt sich so, wow, wie krass. Also mir hat super gut gefallen, es war 5++-Sterne-Buch. Wer Kurzgeschichten mag, schaut mal da auf jeden Fall rein. Wer Horror mag und über die Abgründe der Menschheit gerne was liest, schaut da mal rein. Auf jeden Fall gut. Und dann habe ich noch einen Tipp für alle Mütter unter euch, die Kinder haben in Vorlese-, Schrägstrich eigentlich eher schon Selbstlesealter. Ein süßes, super, super süßes Büchlein, das ich gelesen habe und ich fand es so doll und knuffig. Und zwar Freundin gesucht von Susi Morgenstern. Ja, das Mädchen hier ist Hannah und Hannah hat keine Freunde. Und sie möchte jetzt neue Freunde suchen. Und dazu erstellt sie eine Liste mit Fragen, die sie jeden stellt. Also sie führt praktisch so ein Vorstellungsgespräch für eine Freundschaft. Und es ist so super süß gemacht. Und am Ende ist es halt wirklich ausgerechnet die eigentlich alle Fragen falsch beantwortet hat und nicht zu ihrer Zufriedenheit diejenige, die eigentlich an Freundin dann an Bestes passt. Und mega schöne Geschichte über Freundschaft, mega schöne Geschichte über das Thema, wie unterschiedlich man doch sein kann und trotzdem gut zusammenpassen kann. Voll süß. Sind sehr, sehr liebevolle Zeichnungen auch zwischendrin noch reingemacht. Und das ist halt eine sehr große Schrift. Also entweder jemanden, den man abends halt immer eine gute Nachtgeschichte vorliest und der aber auch schon gut zuhören kann, oder jemand, der halt selber schon recht gut lesen kann. Ich finde es wirklich eine super, super süße Geschichte über Thema Freundschaft, Unterschiede und total süß gezeichnet. Auf jeden Fall empfehlenswert, fand ich super gut. Dann kommen wir auch schon zu Mai. Im Mai habe ich ein Buch gelesen, das Deutscher Jugendliteraturpreis gewonnen hat. Allerdings steht da nicht in welchem Jahr, aber ich sage jetzt mal, wann das Buch erschienen ist. Das war 2010. Nein, 2010 war das Original. 2012 erschien es hier in Deutschland. Und zwar von Martin Kaltol, Allein unter Schildkröten. Wie sage ich was zu diesem Buch, ohne dass ich euch zu sehr spoilere? Ja, also es geht um Micke. Micke ist ein Jugendlicher, der sehr zerbrochen ist, der sehr traurig ist, der sehr zurückgezogen ist und ja, eines Tages tut er etwas, was keiner von ihm erwarten würde und hinterlässt die Menschen in völliger Verzweiflung zurück. Und ihr könnt euch ja schon denken, worauf es hinausläuft, aber es ist was Besonderes, es ist was Außergewöhnliches, denn es ist aus dem Leben gegriffen. Niemand bis zum Ende wird das, wie halt im echten Leben, nicht für uns nachvollziehbar, warum er das getan hat. Es ist, ja, normalerweise erwartet man in solchen Büchern ja so eine Art Erklärung, eine Rechtfertigung oder sonst irgendwas und das war in diesem Buch nicht der Fall. Die Menschen bleiben ratlos zurück und sie stellen sich halt die Fragen, die man sich halt in so einer Situation stellen würde. Und sie bekommen keine Antwort darauf. Und das fand ich so schön bei diesem Buch. Einfach mal, ja, aus einer anderen Perspektive betrachten, dieses Thema. Und ja, ich fand es einfach schön. Es war sehr poetisch. Es war sehr
nachvollziehbar. Die Charaktere waren sehr realistisch dargestellt und ja, absolut lesenswert und sehr, sehr emotional. Ich bin ja so skeptisch, was deutsche Jugendliteraturpreise und überhaupt Preise angeht und so, aber dieses Mal sage ich wirklich verdiente Verleihung des Preises, weil auf jeden Fall toll. Dann habe ich gelesen, auch noch im Mai, Kosmetik des Bösen von Amelie Nothomb. Wer noch nichts von ihr gelesen hat, Schande über euch! Denn das ist eine wirklich eine ausnahmetalentierte Autorin. Ich habe bisher 4 Bücher von ihr gelesen und alle waren gigantisch gut. Und das hier hat, glaube ich, fast jeder irgendwie gelesen, der was von ihr gelesen hat. Also das ist so irgendwie das Erste, zu dem jeder irgendwie greift. Es ist aber wirklich auch fantastisches Buch. Es ist klein, kurz und da steckt so viel drin, das ist der Wahnsinn. Also es geht um einen Mann, der auf dem Flughafen sitzt und plötzlich von einem anderen, der neben ihm sitzt, sozusagen belästigt wird. Er lässt nicht los. Er redet immer wieder auf den einen und redet und will aus ihm befragt ihn über bestimmte Sachen, über seine Geschichte, über seine Frau und immer mehr wird er zu einer Nervensäge für diesen Passagier, der da sitzt und auf das Flugzeug wartet. Aber er hat gute Gründe, warum er diesen Passagier befragt. Und das Ende mega, 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 mega gut. Es ist sowas völlig Unerwartetes und sowas richtig Krasses, wo du so denkst, okay, wow. Und ja, also wenn man das Buch dann von ihr gelesen hat, ist man hundertprozentig dabei, dann viele, viele, viele weitere von dieser Autorin zu lesen, weil ich würde dem 10 Sterne geben, wenn es geht, die gäbe. Dann sind wir auch schon im Juni angekommen und im Juni habe ich 4 Bücher, die ich euch gerne vorstellen würde. Und als erstes hätte ich da Eleanor on Park von Rainbow Rowell. Ich glaube, dazu brauche ich gar nicht viel zu sagen. Das war auch mein Highlight, wie ungefähr jedem Booktuber auf YouTube und jedem weiteren Menschen, der das Buch gelesen hat. Nachdem ich dieses Buch gelesen habe, habe ich mir fast alle Bücher von der Autorin, ich glaube, das ist eine Frau, auf meine Wunschliste gesetzt und werde demnächst auch alle lesen, weil einfach super süß, diese Liebesgeschichte zwischen Eleanor und Park, einfach sowas Außergewöhnliches und sowas Besonderes. Diesmal nicht alle Tage. Auf jeden Fall mein Highlight. Aber ich habe auch noch ein Buch gelesen, Alles in Ordnung von N. D. Ellis. Also hier geht es auch um Maisie. Ihre Mutter ist depressiv. Ihre Mutter kann nicht mehr das Bett verlassen. So schlimm ist sie in ihre Depression versunken. Aber Maisie versucht alles, um nach außen so zu wirken, als wäre alles in Ordnung. Denn sie möchte nicht, dass sie ins Kinderheim kommt und sie möchte auch nicht, dass irgendjemand erfährt, wie es mit ihrer Mutter aussieht. Und sie möchte auch nicht, dass jemand erfährt, warum ihre Mutter so ist, wie sie jetzt ist, in diesem Zustand. Wieso sie so extrem in diese Depression hineingefallen ist. Denn alle wissen eigentlich den Grund, warum sie überhaupt depressiv wurde, aber niemand weiß den Hintergrund, warum es so schlimm ist. Und Maisie möchte einfach ihre ganze Welt in Ordnung halten. Sie möchte der ganzen Welt beweisen, dass alles super ist, dass sie das schon hinkriegen, dass sie es mit ihrer Mutter auch hinkriegt und ja, dass alles wieder gut wird. Und es ist so ein emotionales Buch. Also Maisie tut mir manchmal so leid und ich möchte sie auch in den Arm nehmen und sie trösten, dass alles wieder gut wird und ihr helfen, wo es geht und
Es ist aber auch ein sehr hoffnungsvolles Buch, das einfach sagt, nach jedem grauen Gewitter kommt auch mal die Sonne und der Regenbogen. Und super poetisch geschrieben. Also das Cover, ich dachte, das Cover, das wäre so ein Mädchenbuch. So ein fröhlich, alles dahin, aber lasst euch nicht von diesem Cover täuschen. Ich war fasziniert von dem, was hinter diesen doch so mädchenhaften Seiten drin steckt. Auf jeden Fall ein 5+-Sternen-Buch und hat mir mega gut gefallen. Und als letztes möchte ich euch ein Sachbuch vorstellen, das ich mich schickig gelacht habe, als ich es gelesen habe. Und zwar Mutzelücke, liebe Eltern, von Silja Wiebe. Ja, wir kennen alle dieses Phänomen, dass wir immer die Besten sein wollen, dass wir die leckersten Torten, die besten Geburtstagspartys veranstalten wollen. Also dieser Druck, den man sich irgendwie selber macht, dass man für die Kinder das Beste möchte und dass zu viel Fernsehen doch eigentlich schädlich ist und doch nicht so lange am Tablet rumspielen lassen und ach Gott, wo man sich selber den Stress macht, wo es vielleicht gar nicht notwendig wäre. Und dieses Buch ist so herrlich entspannend, dass einem einfach mal sagt, ja, jetzt ist mal heute einfach mal ein Pizza- und Pommes-Tag. Wen juckt's? Es muss nicht frisch gekocht sein. Oder hauen Sie doch mal Ihre Kinder mal 2 Stunden von Fernseher, wenn Sie jetzt gerade das Gefühl haben, Sie brauchen mal ein bisschen Ruhe für sich und gehen Sie mal in die Wanne. Also einfach so herrlich entspannend, dass man ein bisschen gelassener mit dem Thema Elternsein und Kind haben umgeht und einfach mal sagt, es muss halt auch nicht das Beste vom Besten sein. Die Kinder werden auch so groß und solange ich dem Kind nicht damit schade, dann halt Mut zur Lücke. Es muss halt nicht alles perfekt sein. Und wer kennt das nicht, diesen Perfektionismus? Und ich fand es halt einfach so herrlich, so vor Augen geführt, wo man sich selber so viel Stress macht und hinterher dann denkt, oh, das wurde mir aber gar nicht gegönnt. Die Kinder sind auch glücklich, wenn man denen, ja, ich weiß nicht, wer von euch kennt von früher halt diese Visa-Werbung, wie es war, ich glaube Mastercard war das, wo dieses Baby gab und das Baby hat zigtausend Spielzeuge von der halt Mastercard gekauft bekommen und es spielt mit diesem Pappkarton, in dem diese Sachen geliefert worden sind. Und dann steht er halt mit dem Pappkarton spielen unbezahlbar. Und das ist wirklich so. Man kauft den Kindern Spielzeuge en masse und was weiß ich. Und sie interessieren sich gerade für die banalsten Sachen, die man sich einfallen lassen kann. Einfach nur, weil man selber mit denen die Zeit verbringt, um das zu spielen. Ja, und von daher finde ich das ein super tolles Buch, das einem einfach vor Augen führt, dass man sich doch manchmal viel zu perfektionistisch sieht und viel zu viel Stress macht, wo es eigentlich gar nicht notwendig wäre. Deswegen war das mein Highlight, das zu lesen, weil es einfach mich mega entspannt hat, das zu lesen. Ja, das waren meine Highlights für das erste Halbjahr 2016 und Ende des Jahres folgt dann auch noch ein Highlight, zweites Halbjahr 2016. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet auch vielleicht was dabei, was für euch wäre und dass eure Wunschliste schön gewachsen ist. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, im nächsten Video. Ciao!